Zwei Wagen starten im selben Augenblick von zwei 120 Kilometer voneinander entfernten Orten in entgegengesetzten Richtungen. Der eine fährt ständig mit 54 Kilometer pro Stunde, der andere mit 90 Kilometer pro Stunde. Klein a, wann und wo treffen sie sich? Klein b, überprüfe deine Antwort grafisch. Wir modellieren die Situation Auto 1 mit diesem Massepunkt, Auto 2 mit diesem Massepunkt und der Abstand zwischen Startpunkt 1 und Startpunkt 2 beträgt 120 Kilometer. Das eine Auto fährt ständig mit der Geschwindigkeit V1 von 54 Kilometer pro Stunde. Das zweite Auto fährt ständig mit der Geschwindigkeit V2 von 90 Kilometer pro Stunde. Nennen wir x den Abstand zwischen Startpunkt 1 und Treffpunkt, also von da bis da, das sind x Kilometer, dann ist der Abstand zwischen Startpunkt 2 und Treffpunkt 120 minus x, also so. Was wir suchen, das ist zum Beispiel dieser Abstand x, den wir in Kilometer ausdrücken, und dann noch die Zeit t, die vergeht zwischen Startzeit 1 und Treffpunktzeit, und diese Zeit t ist natürlich genau dieselbe wie die Zeit zwischen Startzeit 2 und Treffpunkt, denn die beiden Wagen starten ja im selben Augenblick. Um x und t herauszufinden, nutzen wir die Formel v gleich d auf t. Zuerst für Auto 1. Die zurückgelegte Strecke von da bis zum Treffpunkt, also x, ist gleich zur Geschwindigkeit v1 mal die vergangene Zeit t. Und da v1 54 beträgt, wissen wir, dass x 54 mal t sein muss. Jetzt Auto 2. Die zurückgelegte Strecke beträgt 120 minus x und die ist also gleich zu Geschwindigkeit v2 mal diese vergangene Zeit t. Und da v2 gleich 90 ist, führt diese Gleichung sofort zu dieser. X gleich 120 minus 90 mal t. Somit haben wir diese und diese Gleichung, die bilden also dieses Gleichungssystem von zwei Gleichungen und den zwei Unbekannten t und x. Das lösen wir jetzt algebraisch. Da 54t gleich x ist und 120 minus 90t auch gleich x ist, wissen wir, dass 54t gleich ist zu 120 minus 90 mal t, also so. Diesen Term minus 90t setzen wir links rüber, so steht links 54t plus 90t, also 144t. So erhalten wir diese Gleichung und 120 geteilt durch 144, das ergibt 5 Sechstel. Die Zeit t beträgt also 5 Sechstel von einer Stunde oder auch 50 Sechzigstel von einer Stunde, das heißt 50 Minuten. Wir wissen, dass x 54 mal t ist. Und wir wissen, dass t 5 Sechstel von einer Stunde ist. Also können wir daraus schließen, dass x 54 mal 5 Sechstel sein muss. Und 54 mal 5 Sechstel, das ergibt 45. Somit wissen wir also, dieser Abstand
beträgt 45 Kilometer und die vergangene Zeit während dieser Fahrt beträgt 5/6 Stunden, das heißt 50 Minuten. Wir schlussfolgern also, Treffpunkt 50 Minuten nach dem Start und dies 45 Kilometer vom Startpunkt 1 entfernt und demzufolge auch 120 minus 45, das heißt 75 Kilometer von Startpunkt 2 entfernt. Durch dieses Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten haben wir algebraisch herausgefunden, dass t 5/6 Stunde beträgt und dass x 45 Kilometer beträgt. Und je nach diesen zwei Werten habe ich das Bezugssystem vorbereitet. Jetzt werden wir dieses Gleichungssystem grafisch lösen und dazu stellen wir zwei Wertetabellen auf. Zuerst diese Gleichung x gleich 54 mal t. Wenn t 0 ist, dann ist x 54 mal 0 also ebenfalls 0. Und so erhalten wir einen ersten Punkt dieser Geraden mit Koordinate 0, 0. Wenn t 1 ist, dann ist x 54 mal 1 also 54. Und so erhalten wir einen zweiten Punkt dieser Geraden mit Koordinate 1, 54. Wir haben zwei Punkte der ersten Geraden, also können wir diese zeichnen. Jetzt diese zweite Gerade. Wenn t 0 ist, dann ist x 120 minus 90 mal 0, also 120. Und somit haben wir einen ersten Punkt von dieser zweiten Geraden, der hat als Koordinate 0, 120 und befindet sich da. Wenn t 1 ist, dann ist x 120 minus 90 mal 1, also 30. Und so erhalten wir einen zweiten Punkt dieser Geraden mit Koordinate 1, 30. Wir haben also diesen und diesen Punkt von dieser zweiten Geraden, die wir somit zeichnen können. Diese zwei Geraden treffen sich in diesem blauen Punkt und weil das Bezugssystem so vorbereitet wurde, können wir die Abszisse sowie die Ordinate von diesem Schnittpunkt schön ablesen. Die Abszisse beträgt 5/6, das stimmt mit dem überein, was wir algebraisch gefunden hatten, und die Ordinate beträgt 45. Auch das stimmt mit der algebraischen Lösung überein. Der Schnittpunkt hat also als Koordinate 5/6 45 und somit sind diese algebraischen Lösungen geometrisch bestätigt worden.